Hallo und herzlich willkommen retour. Es ist Dienstag, was heißt, es ist Zeit für Salesbration. Und nachdem wir uns durch Sales Mindset gearbeitet haben und letzte Woche Sales Mindset zu Ende gebracht haben, sind wir zurück in Dirty, Dirty Sales Tricks. Ja, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich erkläre es euch gerne nochmal. Ich habe letzten Sommer angefangen, ja, ist es schon fast, oder ist es, glaube ich, gerade ein Jahr her, Dirty Sales Tricks zu zerlegen. Zu erklären, wie die schrägen, schlechten, guten, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, aber die Tricks funktionieren, die darauf ausgelegt sind, dass der Kunde ganz bewusst keine gute Entscheidung treffen kann, sondern eben in dem Raum der Manipulation dran sind. So dass das, was an Entscheidungsfreiheit eben minimiert wird, dass der Kunde weniger drüber nachdenkt, dass eben all das, was, wenn wir über Sales reden, die bewusste Kundenentscheidung quasi in den Hintergrund tritt. Dazu gibt es eine ganze Folge, die wir auch für euch for your viewing pleasure mit der einer oder anderen Watchparty über die nächsten Wochen auch nochmal ausspielen. Guckt euch die gerne bitte, bitte nochmal an, insbesondere bevor ihr eine Kaufentscheidung trefft und insbesondere bevor ihr irgendwo bei irgendjemand, auch bei mir, Vertriebs- und Vermarktungsstrategien entwickelt oder in Auftrag gibt oder benutzt. So, was sind Dirty Sales Tricks? Eigentlich ist Dirty Sales Trick die ehrliche Ansage hinter dem, was unter verkaufspsychologischer Optimierung steht. Ja. Alles, was verkaufspsychologische Optimierung ist, ist per se ein Dirty, Dirty Trick. Denn, warum? Denn es drückt die Grundhaltung aus, dass der Verkäufer in der machtvolleren Position ist und das arme Hascherl, der Kunde gegenüber, gegen seinen Widerstand gebrochen werden muss und endlich davon überzeugt werden muss, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Und jetzt ein wahnsinnig guter Zeitpunkt gekommen ist, die anderen 100 zu joinen, die bereits gebucht haben. Ja, genau so funktionieren Dirty Sales Tricks. Vielleicht manchmal mit ein bisschen mehr rhetorischer Finesse, aber jemals wer Videos oder selbst eine Gruppenveranstaltung in diesem Bereich gesehen hat, weiß, genau so laufen die ab. Jetzt hat, und da kommen wir jetzt sozusagen zu einer Grundlagenüberlegung, verkaufspsychologische Optimierung nun mal ein Machtgefälle. Und dieses Machtgefälle drückt aus, der Kunde, also in dem Fall ihr, seid ein ziemlich dummes Wesen. Ihr seid nicht in der Lage, überhaupt über die Komplexität der Beauftragung oder dieses Produktes nachzudenken. Und deswegen müsst ihr in einen Kauf manipuliert werden. So. Das ist die Grundlage von jedem verkaufspsychologischen Argumentierung. Das Interessante ist, dass es ja eine komplett andere Seite gibt, die quasi etwas jüngere und damit kundenpsychologische Seite. Was ist jetzt der Unterschied zwischen verkaufspsychologischer und kundenpsychologischer Seite? Naja, bei der kundenpsychologischen Seite geht es darum, immer noch, klar, am Ende des Tages reden wir über Sales, Conversion, wie auch immer ihr es benennen möchtet, aber auf der kundenpsychologischen Seite geht es darum, dass ich den freien Willen des armen Kunden nicht brechen muss, genauso wenig wie, dass ich davon ausgehe, dass er irgendwie nicht unbedingt die hellste Lampe an der Leuchte ist oder sonst irgendwelche Defizite hat, die nur ich, aber nur ich ausgleichen kann. So, das ist der grundsätzlich unterschiedliche Ansatz. Verkaufspsychologie geht darum, den Verkauf psychologisch optimiert, manipulativ durchzuoptimieren. Und kundenpsychologisch geht darum, den Kunden, potenziellen Kunden, einer guten Position abzuholen, sodass er eine echte, bewusste Entscheidung treffen kann. Das Interessante ist, dass diese zwei Dinge sich überhaupt gar nicht konträr gegenüberstehen. Es ist nicht so, dass die eine Seite gegen die andere Seite, noch dazu, da die Kunden, die, wenn man von der kundenpsychologischen Seite kommt, meistens die sind, die auch die Verkaufspsychologen so ein bisschen runtergucken. Und wie ist es so in den 70ern, 60ern? Habt ihr den neuen Zeug auch schon mal gelesen, dass das irgendwie für den langfristigen Business-Erfolg? Egal. Trotz alledem sind verkaufspsychologisch immer noch ziemliche Hitschlager. Interessant wird es erst, wenn verkaufspsychologische Hitschlager irgendwie Hilfe von, ach egal, ich weiche schon wieder ab. Ja, ich kann auch in Seitenhieben, in indirekten Seitenhieben. So, auf der anderen Seite ist es jetzt nun ganz wichtig zu verstehen, warum für euch und was wir die nächsten Wochen machen werden. Ich werde also wieder Dirty
Sales Tricks erklären. Diesmal noch einen Schritt weiter. Das heißt, der Sales Trick, den ich mir vornehmen werde, ist den Tacken kleiner. Und gleichzeitig, wie kriege ich das ganze Ding denn nun umgesetzt? Und zwar in der positiven, quasi weißen Variante. Wenn ihr schon mal, davon gehe ich ziemlich sicher aus, irgendeinen schlechten Hollywood-Film gesehen habt, wo es ums Computerhacking geht, dann gibt es immer zwei Sorten von Hackern: Black Hats and White Hats. Klar, wollen wir hier natürlich auf die White Hat-Seite. Das heißt, wir wollen uns natürlich die Tricks angucken, die funktionieren, die aber eben von einer anderen Grundhaltung kommen, beziehungsweise eben auch offensichtlich machen, warum manche Sachen so wahnsinnig nah aneinander sind und warum man von manchen Sachen einfach auch als Kunde grundsätzlich quasi alle Warnlampen angehen sollte. Heißt, wir arbeiten uns wieder durch die Dirty Sales Tricks durch. Diesmal aber, wie gesagt, eben mit der Twist. Wie kriege ich denn das eigentlich hin, dass ich das ohne quasi meine Ethik und Moral aus dem Fenster zu schmeißen und mir zu denken, hey, da, daus, ich habe eigentlich wenig Bock mit Manipulation. Das an der Stelle auch nochmal ganz Wichtige zu verstehen ist, die Dirty Sales Tricks sind für euch vielleicht auch gerade, deswegen auch nochmal Verweis auf die alten Folgen, noch relevanter als sonst, denn es sind klassische Manipulationstechniken. Wir werden uns so im Laufe der Wochen solche Sachen wie mit großen Themen wie Gaslighting beschäftigen. Wir werden uns mit Informationsspielen angucken. Und wenn wir eins in den letzten Jahren, aber sicherlich auch jetzt in unserer Pandemiezeit gelernt haben, ist, wie manipulativ, wie schnell Fehlinformationen eine Eigendynamik bekommen. Das heißt, die Dirty Sales Tricks zeigen auch immer auf. Es hat nämlich nicht immer nur was mit Sales, einem Produkt oder einem Dienstleistungsverkauf zu tun, sondern ganz häufig was mit dem sogenannten Meinungssell. Das heißt an der Stelle, was wird in Politik und Co. Ihr könnt den Übertrag hoffentlich in den nächsten Wochen dann noch hinbekommen. Warum eine gute Informationskultur so wichtig ist, warum, wie ganz bestimmte Dinge funktionieren und warum eben zum Beispiel, wenn Diskussionen nicht zugelassen werden, das immer ein schlechtes Zeichen ist. All diese Sachen gehen wir in den nächsten Wochen wieder durch. Auch ganz klar, denn diese vielen verkaufspsychologischen Sachen, die ich gerade gesagt habe mit den 70ern, die sind natürlich viel älter. Die kommen aus den harten, und das ist das, was die meisten, wenn sie mit den verkaufspsychologischen Tricks arbeiten, schlicht und einfach euch gerne auch unter den Tisch fallen lassen, aus den ganz harten Propagandazeiten. Und zwar Propagandazeiten von den alten Römern und Griechen, bis hin natürlich auch in unsere neuere, sehr unrühmliche Geschichte. Denn Deutschland war sicherlich eins der Beispiele für die größte und härteste Propagandamaschine, die dann auch noch zu einem Weltkrieg geführt hat. Deswegen ist an der Stelle das klar zu sehen, wie das funktioniert und wie manipulativ das funktioniert. Also, damit sind wir zurück in Dirty Sales Track. Und damit ihr so ein bisschen, ich brauche wieder hier diesmal quasi Zettel und Stift, und Zettel und Stift ist in modernen Zeiten ja immer was, richtig, das Handy. Denn auf diesem Handy ist ja die schöne, hier, die schöne Liste mit den Dirty Sales Tricks drauf. Einfach nochmal, damit ihr ein bisschen remembert, quasi euch erinnern könnt, was wir so schon gemacht haben. Wir hatten schon diesen Eifersucht-Sell, wir haben den Fake It Till You Make It-Sell, schon uns den Lie-Sell angeguckt, den Non-Product-Sell, den Law of Attraction-Sell, also den Esoterik-Sell, verdiene, was du wert bist-Sell, den Zustimmungs-Hauptsache, das sagen immer alle Ja-Sell, der Passive-Income-Sell und die immer die gleiche Story, ich hab's geschafft, und der Experten-Business-Sell. So, nachdem wir aber an eine neue Serie einstarten, nehmen wir uns heute mal einen gleich vor. Ihr könnt gerne nochmal zurückgucken und euch die Kompletterklärung angucken. Aber ich möchte euch heute schon mal gleich einmal die White Hat Nummer mitgeben. Und dafür nehmen wir raus die immer gleiche Story: Ich hab's geschafft oder ich hab auch Chaos Sell. Das ist einer auch dieser, wir nehmen den, weil der schlicht und einfach quasi noch unter den Dirty Tricks, der quasi am hell draußen ist. Denn was steht hinter diesem bestimmten Storytelling-Gedönse? Auch ich habe immer wieder Chaos und auch bei mir funktioniert alles, nicht immer alles. Naja, die Wahrheit. Leben passiert. Egal, ob sich andere Leute hier den Kopf anhauen oder ich einfach die Hälfte verdödel und da mal allen Ernstes, doch, ja, ich habe gestern eine Insta-Story aus dem Pool gemacht. Das sind genau solche Sachen, die natürlich für den Menschen irgendwie interessant sind, dass das glamouröse Bild vielleicht leichte Risse hat oder der Mensch real menschlich ausschaut.
Es wird zu einem Dirty Sales Trick und wie gesagt, wir verlinken auch nochmal das Video nachher unten drunter. Dann, wenn das Ganze quasi als echte vorsätzliche Sales-Taktik benutzt wird. Und auch das ist das, was ganz häufig gemacht wird. Das heißt, ab einem bestimmten Scale wird das kombiniert mit dem, was wir schon kennen unter dem Eifersucht-Sell, also quasi die Porsche-Sell-Abteilung mit. Aber übrigens bei uns ist auch Chaos und immer die gleiche Story dann wieder und wieder hochgezogen wird. Was bedeutet das für euch, wenn ihr jetzt nicht genau in einen Dirty Sales-Trick an der Stelle so reinfallen wollt? Naja, Menschlichkeit ist entscheidend. Der Blick hinter die Kulissen ist entscheidend, aber nochmal zurück, Menschlichkeit. Bevor der Kunde grundsätzlich etwas kaufen kann, braucht es die Empathie. Und das ist genau das, was auf der Dirty Sales-Seite quasi ohne irgendwelchen Kontext quasi nur gespielt wird. Das wird versucht, die Empathie anzutriggern mit, guck mal, bei mir ist auch so ein bisschen chaotisch. Ich bin also total für dich so ähnlich wie du. Und dann habe ich das empathische Grundkonzept dafür, um danach meine ganzen Sachen aufzubauen. Das seht ihr zum Beispiel auch in den letzten Wochen, kam immer wieder, im Englischen nennt sich das Tone Deaf, wenn zum Beispiel sehr große Influencer-Accounts irgendwie mitten in einer globalen Pandemie, im Black Lives Matters, quasi ihr weitergepostet haben, übrigens müssen Sie dieses Nahrungsergänzungsmittel dringend kaufen. Das sind so Sachen, dass Sie davor geachtet darauf haben, eine Beziehung zu etablieren und aber genau das quasi verpasst haben. Also für euch wichtig an der Stelle, wenn ihr Empathie, die wir hier immer mit dem erhobenen Zeigefinger und Beziehung einsetzt, bedeutet das auch immer zu kontextualisieren. Der White Hack Sales ist an der Stelle zu sagen, hey, Moment mal, wie ist die politische Lage? Mit welchen Themen wir beschäftigen wir uns? Um an der Stelle nicht tone-deaf zu wirken. Muss ich deswegen unbedingt Themen ansprechen? Nein, müsst ihr natürlich nicht unbedingt. Keiner muss einmal ein politisches Statement an der Stelle abgeben. Aber ganz wichtig, das zu verstehen. Also, Empathie ist die Grundlage jeder Sales-Taktik, egal ob verkaufspsychologisch oder kundenpsychologisch. Aber die Grundhaltung dahinter, ob ich mit Empathie echtes Interesse an meinem Gegenüber habe oder vorgegebenes Interesse habe, macht nachher den ganzen Spaß aus. Wenn ihr an der Stelle jetzt nun stärker einsetzen möchtet, diesen, bei mir ist es aber auch so, dann achtet darauf, klar zu machen, welches Learning habt ihr denn wirklich gezogen und was ist dafür für den Kunden relevant? Also zwischen, wenn es wirklich um Sales geht. Denn das ist das, wo, wenn es auf der Dirty Sales Trick Seite ist, dadurch, dass es in ein solches Konstrukt gebunden ist, Achtung, dieser Trick funktioniert übrigens eine relativ geringe Conversion-Lastigkeit. Wenn ihr das also richtig machen wollt und wirklich aus Empathie und Beziehung echte Conversion erzeugen wollt, dürft ihr an der Stelle nicht vergessen, die Transferleistung vorzutanzen. Heißt, aus meinem Chaos sollt ihr jetzt was lernen? Also bleiben wir bei meiner lustigen Insta-Story aus dem Pool. Was sollt ihr daraus lernen? Ja, gar nichts. Es war einfach nur ein Gag. Einfach zu sagen, hey, es gibt diese lustigen Business-Regeln, dass man ja heutzutage im am Pool grundsätzlich ja einfach noch hier die Vermarktungsseite hochziehen muss. Das ist ja so, das ist so die Benchmark. Da liegt keine Conversion drin. Es wird jetzt sicherlich kein Mensch hier Kunde werden, weil ich gestern ein Video aus dem Whirlpool gemacht habe. Das wäre sehr irritiert. Ihr dürft natürlich trotzdem Kunde werden, aber es wäre sehr irritiert. Das heißt, was wichtig ist, ist die Transferleistung vorzutanzen. Das, was ich gerade mit euch mache, euch offensichtlich zu machen, wenn eure Story ist, hey, auch bei mir geht mal alles drunter und drüber in eurem Fachbereich und zu sagen, aber weil ich zum Beispiel Systeme und Strukturen im Platz habe, passiert mir das nicht so. Das ist dieser wichtige Transferleistungsaspekt. Wenn ihr in dem Chaospunkt bleibt, dann habt ihr das Problem, dass ihr dann auch nur Chaoskunden habt. Also angenommen, ihr macht was auch immer, sowas hier wie wir hier so, Consulting, Marketing, Veranstaltung, was auch immer. Und wenn ihr dann euer Leben offensichtlich macht, aber die Transferleistung nicht zeigt, was kann ich denn davon mitnehmen? Das ist immer der entscheidende Punkt. Was habe ich als Zuhörer davon, dass ihr in diesem Video rumhängt? Ja? Also, was habt ihr davon, dass ihr in diesem Video jetzt hier mit mir rumhängt? Ja, im besten Falle hoffentlich eine Ansage daran, dass Beziehung und Empathie essentiell ist. Dass sie aber drittens aus der Grundhaltung der echten Neugierde kommen sollte, ansonsten habt ihr langfristig ein Problem. Und ganz wichtig, dass das nicht ausreicht, um Conversion zu erzeugen. Denn ihr wollt ja eure Kunden nicht befreunden, sondern ihr wollt sie zu Kunden machen und sie sollen nachher pünktlich eure Rechnungen zahlen. Übrigens, das ist einer der Gründe, warum gespielte Empathie nicht so der gute Plan ist.
Das heißt, die Transferleistung muss offensichtlich gemacht werden. Und wenn ihr mit eurer eigenen Story, den eigenen Dingen, denn jeder von uns hat Dinge überwunden, hat regelmäßig Chaos auf dem Schreibtisch und so weiter, dann muss ich die Transferleistung offensichtlich machen. Was also habt ihr davon, dass ich, weiß ich nicht, mein Chaos auf dem Schreibtisch gar kein so richtiges Chaos ist, sondern eben an der bestimmten Struktur im Platz ist. Das heißt, selbst wenn es Chaos gibt, ich von mir schnell genug arbeiten kann. Oder dass man eben halt sich daran erinnert, damals vor 10 Jahren war das auch für mich ein Problem. Aber ich bin heute weiter und damit könnt ihr was lernen. Das setzt übrigens sehr nah an die berühmt-berüchtigten Storytelling-Sales an. Und ihr wisst, dass ich kein großer Freund von Storytelling-Sales bin. Aus dem einfachen Grund, weil das am Ende des Tages immer genau auf das Gleiche hinausläuft. Übrigens, meine Geschichte ist so repräsentativ für deine Geschichte. Dazu gibt es auch nochmal eine eigene Folge, keine Panik. Aber das ist an der Stelle wichtig zu verstehen, dass das die Conversion killt. Und warum sage ich das immer, das mit der Conversion killt? Und warum hacke ich auf diesen Sales-Tricks so rum und auf diesen verkaufspsychologischen Argumenten? Denn die meisten, die diese Sales-Tricks hier mit mir gucken und die Teil der Sales-Spiration, Feminist Economy, Empathic Business und sonst irgendwas ist, euch unterscheidet etwas von denen anderen Seiten ein bisschen. Verkaufspsychologische Tricks funktionieren in Massenmärkten, unterschreibt ihr euch jetzt aber mal so richtig hinter die Ohren. Verkaufspsychologische Optimierungen sind für Massenmärkte ausgelegt. Habe ich schon gesagt, Propaganda. Da geht es mir nicht darum, eine Person zu meiner 1000 Leute Veranstaltung, 10.000 Leute, sondern da geht es mir darum, Hallen zu füllen. Dumm, wenn das dann nicht so klappt. Oder in dem Fall sehr gut, wenn das dann nicht so klappt. Verkaufspsychologische Tricks sind ausgelegt auf massenpsychologische Phänomene. Habt ihr den Reach? Habt ihr die Reichweite? Dann kann man mit verkaufspsychologischen Argumenten Optimierungen fahren. Habt ihr aber keinen Reach von 50, 100.000 in der Woche, im Monat, das heißt, ihr habt diese Masse an Leuten, die da drüber kommen, nicht drin, dann werdet ihr sehen, dass der verkaufspsychologische Optimierung keinerlei Effekt hat, denn sie konvertiert hinten auf dem letzten Ende in den letzten 1, 3, 4, 5% und zielt darauf ab, dann ein paar mitzudrehen. Aber es zielt darauf ab, aus 100.000 quasi 100 Kunden zu machen. In der Realität, wo wir uns bewegen, im kleineren Mittelstand und insbesondere im B2B, ihr wollt mir jetzt allen Ernstes erzählen, dass ihr ein spezialisiertes Unternehmen seid, für sagen wir mal ein bisschen Maschinenbau macht. Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass ihr eine 100.000er Reach, so viel potenzielle Abnehmer für irgendein spezielles Werkzeug, gibt es gar nicht. Das ist total idiotisch. Und das ist das, was hinter dem Dirty Sales Trick am Ende des Tages, warum sich dann alle A damit unwohl fühlen und B sich dann auch noch wundern, dass es nicht funktioniert. Verkaufspsychologische Optimierungen sind für Massenmärkte ausgelegt. Und wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr die Reichweite habt, dass ihr in der Massenargumentation drin seid, dann können wir über solche Dinge diskutieren. Bis dahin muss immer gelten, das gilt zwar auch auf der verkaufspsychologisch optimierten Seite, der Kunde kauft vom Menschen. Mensch und Mensch wird Kunde. Selbst wenn ich ein Produkt mit hoher Abstraktion kaufe, dann habe ich immer noch dieses mehr menschliche Gefühl. Warum ist Online-Shopping irgendwie okay und irgendwie nicht so cool, wie ich im Laden bin und irgendwie die Verkäuferin nett ist oder der Verkäufer nett ist und irgendwelche solchen Geschichten? Genau, weil ich nicht dieses Gefühl von Mensch zu Mensch habe. Weil ich die Sachen einfach diesen Look and Feel nicht habe. Also, wenn ihr also glaubt, dass verkaufspsychologische Sachen für euer Businessmodell das Richtige ist, dann ist der erste und wichtigste Punkt, sich darüber klar zu machen, wie viel Reichweite habe ich. Wenn diese Reichweite nicht, und ich rede wirklich von großen Reichweiten, ja, Feminist Economy, wir haben eine nette Reichweite, aber wir haben nicht den Scale, dass wir hier über monströse Reichweiten sprechen, von denen gerade ich gesagt habe, fünf- und sechsstellige Reichweiten reden wir an der Stelle, dann können wir über verkaufspsychologische Argumente reden. Auf der anderen Seite müsst ihr in kundenpsychologischen Argumenten denken, um die organische Komponente zu erzeugen. Langfristig ist dann die verkaufspsychologische Seite, wenn sie an der Stelle passt, mit euch vereinbart. Also, der Dirty Sales Trick, mit eurer eigenen Story zu arbeiten, ist nett und das solltet ihr auch regelmäßig tun. Wenn es conversionlastig sein soll, dann müsst ihr dem Kunden bitte aber um Gottes Willen sagen, was ihr denn aus der Story denn jetzt habt. Dass ich mir den C angehauen habe, wahrscheinlich gar nichts, dann ist es ein netter Punkt auf der Beziehung. Aber wenn ihr aus eurer Story etwas verkaufen wollt, müsst ihr die Transferleistung immer und auf jeden Fall offensichtlich machen.
Und wenn ihr aus dieser Position einer echten, gelebten Empathie kommt, dann ist das auch unproblematisch. So, das war unser Kickoff in die Dirty Sales Tricks und nochmal die Erklärung, warum verkaufspsychologische Momente halt einfach bei rund 80% des Marktes und insbesondere im B2B-Bereich echt so gar nicht funktionieren. Übrigens, jeder, der mal irgendwie B2B-Sales gelernt hat, weiß genau, dass das alles nicht funktioniert und dann kommt dieser große Moment des Unlearnings und so, verdammt Hacke, was muss ich denn jetzt anders machen? Genau deswegen. So, ihr Lieben, ich habe noch ein bisschen Kaffee mit meiner wunderbaren Strengths, Solidarity and Sisterhood-Tasse aus dem Lean in Headquarters. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt jetzt. Ich glaube, ich habe alle Möglichkeiten, wo ihr fragen könnt, hoffentlich im Blick. Ansonsten könnt ihr gerne unter das Video wie immer drunter posten, wenn ihr im Nachgang auf YouTube das Ganze anguckt, auch sehr gerne. Auch da gucken wir natürlich regelmäßig vorbei, um zu schauen, ob noch Fragen sind. Auf der anderen Seite gilt natürlich auch, ihr seid einem Dirty Sales Trick über den Weg gelaufen. Euch ist unklar, ist das ein Dirty Sales Trick oder ist das vielleicht einfach nur doch verdammt gut gemacht? Schickt wie immer alles rüber. Und das Ganze machen wir jetzt ein bisschen kleinteiliger. Und für euch, wie gesagt, wichtiges Learning. Verkaufspsychologie hat ihren Platz in Massenmärkten. Aber selbst da sollte es immer wohl dosiert mit der passenden moralischen, ethischen Grundhaltung eingesetzt werden. Aber da funktioniert es im Kleinen oder der Markt ist überschaubar. Ja, nicht so ein Plan. So, ihr Lieben, ich gucke nochmal durch. Ich danke wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr findet es cool, dass die Dirty Sales Tricks back sind mit der Übersetzung und wie können wir sie richtig einsetzen. Denkt immer dran, macht die Transferleistung für den Kunden offensichtlich. Das gilt immer. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare, erfolgreiche Woche. Wir sehen uns diese Woche ja noch ein bisschen mehr, wie immer heute Abend. Webinar, morgen in der Früh haben wir dann wieder Morning Show und die Dirty Sales Tricks kriegen auch ihre englischsprachige Variante am Donnerstag. In dem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Und rockt das da draußen und nutzt alles, was ihr im Arsenal habt. Bis dann, ihr Lieben. Tschö.